Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video gibt es endlich nochmal ein Update aus meiner Wohnung. Im heutigen Video zeige ich euch nochmal den Fortschritt, der hier in der Wohnung passiert ist. Ich würde sagen, wir laufen einmal durch die Wohnung durch und ich zeige euch in jedem Raum, was so passiert ist. Als erstes kommen wir mal wieder in den Flur rein. Im Flur ist nicht so viel passiert. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein paar Ecken verputzt, wie zum Beispiel hier oben an der Tür. Und die Fußleiste ist endlich mal da. Die haben wir aber nicht komplett überall schon fertig, weil überall, wo die Tür zum Beispiel ist, da haben wir das noch freigelassen, weil die Fußleisten werden ja genau an die Tür bündig gelegt und wir wissen jetzt noch nicht ganz, wo endet die Tür. Deswegen wird das erst später gemacht, wenn die Türen auch drin sitzen. Hier im Flur ist sonst noch eine Sache passiert. Das ist, ich drehe mich mal um, dass ihr nicht gespoilert werdet gleich. Das ist hier hinten eigentlich das Ofenrohr. Da ist jetzt ein Durchgang zum Kamin rein, damit hier später der Ofen einmal den Qualm und die Abgase einmal oben raus lassen kann. In der Küche seht ihr jetzt schon einige Sachen, die schon passiert sind. Zum Beispiel ist endlich die Decke drinne. Die habe ich schon fertig gemacht. Die ist schon fast überall fertig, bis auf im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer fehlt jetzt noch einmal die Decke, aber die ist auf jeden Fall schon mal fertig. Da bin ich echt froh und ich finde die auch so schön. Die sieht richtig schön aus. Dann gibt es hier endlich mal die ganzen Wände, dass sie verputzt sind. Die sind alle jetzt, die ganzen Löcher, die vorher da waren, vom Abdichten oder auch vom Heizkörper her, die sind jetzt alle verputzt. Die sind noch nicht final verputzt. Da kommt ja am Ende nochmal ein Strukturputz drauf, wo man dann am Ende sieht, dass alles halt ordentlich ist, dass die ganzen Flecken, die jetzt noch aktuell noch zu sehen sind, dass die alle weg sind. Dann sind auf jeden Fall auch überall in den Räumen die Heizkörper jetzt fertig verbunden. Also die Rohre jetzt hier, die gingen ja vorher da aus der Wand raus und jetzt gehen die hier schon mal aus der Wand raus. Und da kann man jetzt die Heizkörper an die Wand setzen und dann sind die da auf jeden Fall auch schon mal fertig. Dann ist auf jeden Fall noch eine schöne Sache passiert, nämlich die ganze Elektrik ist fertig. Wir haben einen eigenen Stromkreis für die Küche gemacht, dass der Stromkreis von der ganzen Wohnung nicht überlastet ist. Wenn die Küche jetzt am Laufen ist und im Wohnzimmer läuft der PC, der Fernseher und alles, dann wird alles über einen ganzen Anschluss läuft. Haben jetzt alles abgesichert über andere RCDs und wir haben jetzt da oben halt alles jetzt fertig verputzt wieder. Generell der Strom ist halt abgeschlossen. Das Einzige, was halt noch gemacht werden müsste, wäre dann zum Beispiel die LAN-Anschlüsse fürs Internet. Aber das kommt halt auch erst ganz zum Schluss. In der Küche ist, glaube ich, sonst nichts passiert. Wir haben halt überall die Rollladenkästen aufgemacht, dass wir gucken können, wie das von innen aussieht, um die mal wieder neu zu machen und die Gurte auch hier an der Seite neu zu machen. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt weiter ins Wohnzimmer. Hier ist auch die Decke neu und die Wände auch wieder verputzt hier komplett. Die sind halt jetzt wieder sehr ordentlich. Jetzt fehlt wie gesagt nur noch der Strukturputz, dass alles strack aussieht und ordentlich ist. Viel mehr ist hier nicht passiert, aber das Wohnzimmer ist soweit auch fertig. Hier fehlt nur noch der Boden und die Wand und dann die Türen und dann sind wir hier eigentlich auch schon durch. Der Boden wird nochmal ein bisschen kritisch, weil der ist auch sehr schief hier drinnen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil der Boden am Ende sonst immer hin und her wackelt. Das größte Update ist eigentlich im Badezimmer. Da bin ich auch richtig froh drüber, dass wir da schon so weit sind, weil da könnten wir echt schon nächste Woche fertig sein im Badezimmer und das finde ich echt cool. Ich guck mal kurz auf meine Liste, was ich noch so geschrieben habe. Also wie gesagt, hier im Wohnzimmer sind wir fast fertig. Ich finde halt die Decke so schön, dass sie halt so weiß ist. Dann ist sie so glänzend weiß. Oh, das sieht einfach schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf der Kamera jetzt seht. Aber das sieht auf jeden Fall anders aus als vorher. Wir können ja mal gucken, im Schlafzimmer ist ja noch die Decke nicht fertig. Hier sind ja noch die Dachlatten drin. So sah es vorher aus und jetzt haben wir halt eine schöne weiße Decke. Hier ist auch relativ wenig passiert. Hier haben wir halt die ganze Wand nochmal neu verputzt. Da sah ja vorher fürchterlich aus, wie alles abgebröselt war. Hier ist jetzt alles wieder richtig neu und richtig stabil gemacht. Und jetzt kommen wir zum größten Update, wo ich mich am meisten freue, euch das zu zeigen. Und das ist das Badezimmer. So sieht das Badezimmer aktuell aus. Hier ist alles fertig, bis auf der Boden. Der Boden wird nächste Woche gemacht. Hier haben wir gestern noch Fließestrich hingeschüttet, damit jetzt hier auch noch mal etwas erhöht ist. Und das Schöne ist halt hier, also
wenn ich mich jetzt mal hier hinbücke, da ist ja die Duschwanne und die Duschwanne ist bodentief drin. Ne? Das heißt, du kommst da ganz einfach hin. Das ist so schön. Die Decke habe ich hier auch schon reingetan. Ich blende euch ja immer mal ein paar Bilder ein, dass ihr das anders noch seht. Ah, das ist richtig cool. Also mir gefällt das hier sehr gut. Und ich finde, das sieht so viel schöner aus wie damals mit den rosanen Fliesen. Fürchterlich sahen die aus. Und jetzt so schön. Hier sind auch schon das Fugenmaterial drin. Das ist da drüben zum Beispiel jetzt noch nicht drin. Das kommt dann noch nächste Woche rein. Und dann könnte das wirklich der erste Raum sein, der komplett fertig ist. Und wenn das nicht mal cool ist, das Schöne ist da mit dem Schwarzen noch. Das haben wir auf der Fensterbank auch gemacht. Hier ist einmal weiß und dann ist hier oben schwarz drauf. Das sieht, finde ich, sehr, sehr schön aus. Wir haben auch noch ein paar Sachen gemacht, die man jetzt nicht so sieht. Zum Beispiel Sachen bestellt. Also hier hinten seht ihr ja einmal die Wand von der Küche. Und wir sind halt zu einem Laden gefahren und haben uns da mal beraten lassen, wie man das machen könnte. Und am Ende sind wir da gelandet, dass sie für uns komplett individuell eine Küche gemacht haben, zusammengestellt haben. Und die ist auch bestellt. Die kommt Mitte November an. Und da wollen wir dann die Küche bis dahin schon mal hier fertig haben, dass man hier also Mitte November die Küche hinstellen kann. Deswegen dauert das auch alles gar nicht mehr so lange, bis ich, denke ich, eingezogen bin. Ziel ist auf jeden Fall, dass wir die Wand hier verputzt haben, bis die Küche kommt und die Küche dann aufstellen. Hier habe ich nochmal eine Skizze von der Küche. Hier sieht man, wie die Küche halt aufgebaut ist. Hier ist halt ein bisschen Arbeitsplatz mit Schränken. Dann ist der Herd. Dann ist hier nochmal ein Schrank. Irgendwo hier ist auch noch die Spülmaschine, das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Und das Coole ist, da habe ich so einen Apothekerschrank. Die finde ich richtig cool, da freue ich mich sehr drauf. Und hier ist dann der Kühlschrank und hier oben ist dann eine Fläche, wo ich eine Mikrowelle draufstellen kann. Also hier im Raum gesehen ist da dann der Kühlschrank, hier der Herd und hier ist dann die Spüle. Und hier habe ich dann ein bisschen Arbeitsplatz, wo ich dann auch Teig ausrollen kann zum Beispiel. Dann haben wir auch noch andere Möbel bestellt, wie zum Beispiel das Sofa und auch schon einen Esstisch und die Stühle dafür. Das war es aber eigentlich auch schon von dem Wohnungsupdate. Das waren die Sachen, die wir gemacht haben. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr schöner Fortschritt nochmal. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu der Wohnung in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, wie ihr so den Fortschritt findet. Oder die Decke zum Beispiel oder das Badezimmer. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Wohnungsupdate wieder. Ich weiß jetzt nicht, was die nächsten Wochen so für Videos nochmal so auf meinem Kanal kommen. Wie gesagt, ich habe einfach viel zu tun mit der Wohnung. Und ich bin froh, wenn ich dieses Jahr mit der Wohnung dann durch bin und kann dann nächstes Jahr wieder mit YouTube durchstarten. Das ist eigentlich mein Ziel so hauptsächlich. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Vielleicht wieder zum neuen Video. Bis dann. Ciao.